Hallo, meine Lieben. Heute will ich mal marinieren Auberginen. Und ich nehme zwei solche Auberginen, zwei Paprika, eine rote, eine gelbe. Und ich brauche hier noch Knoblauch, 8, 9 Stück, Zehnchen. Dann brauche ich noch Öl. Und ich mache eine Marinade. Für Marinade brauche ich 300 Milliliter Wasser, einfaches Wasser, Salz, 1 Esslöffel, 3 Esslöffel Zucker. Essig nehme ich 2 Esslöffel. Schwarzer Pfeffer habe ich hier, 15 Stück. So. 3 Stück Lorbeerblatt habe ich noch hier auch. Dann brauche ich noch auch ein bisschen. Und ich mache zuerst mal diese Marinade fertig. So, ich habe schon eine Kastrolle genommen. Hier rein kommt 300 Milliliter Wasser, Salz, Zucker. Löffelblatt, schwarzer Pfeffer und ich schneide noch 2 Zehnchen Knoblauch hier rein, einfach so Hälfte, auf Hälfte durch, einmal Hälfte, so. Und dann kommt noch hier rein 2 Esslöffel Öl. Und 2 Esslöffel, ne, 5% Essig. So, das müssen wir jetzt aufkochen, bis der Zucker und das Salz ist alles vergangen. Dann ist die Marinade fertig. Bis kocht unsere Marinade, machen wir. Wir müssen zuerst mal vorbereiten unsere Aubergine. Das schneide ich so ab. Und die Aubergine schäle ich. Schäle ich sie ab. Die Haut. Das sieht dann auch besser aus. Und sind sie auch, so wissen sie, so nee, weich. So, jetzt schneide ich die Aubergine zuerst mal. So, jetzt schneide ich diese Aubergine so einmal durch auf Hälften und schneide ich solche Stücken. Nicht zu dünne Stücken schneiden. Wenn sie so dünn, dann schmecken sie auch nicht so lecker, wie sagt man wieder. So, solche Stücken schneide ich jetzt. Auf solche Stücken. Das kommt hier rein. Dann salze ich es ein bisschen. Gleich schneide ich das. So, die Aubergine habe ich geschnitten. Jetzt salze ich sie ein bisschen. Und stelle ich sie zur Seite. Nicht viel, so ein bisschen. Ein bisschen nach oben, so. Nach unten muss das. Und lasse ich sie stehen. Jetzt schneiden wir die Paprika. So, ich habe noch orange Paprika genommen und die so auf solche Stücken schneide ich die Paprika. Ganz groß, muss man sagen. Solche Streifen. Nicht so schmale schneiden. So habe ich geschnitten die Paprika. Das sieht so aus. Und jetzt schneide ich die Knoblauchzähnchen. Einfach solche Scheiben. Solche Scheiben schneide ich sie. So. Knoblauch habe ich auch schon vorbereitet.
So, jetzt stellen wir das alles zur Seite. So, jetzt müssen wir diese Auberginen ein bisschen abtrocknen. Wir haben doch sie gesalzt, jetzt sind sie nass. Und dann, wir braten sie in der Pfanne und dann spritzen sie so. So, erstmal ein bisschen so. Ich habe Handtücher genommen, Papierhandtücher. So, und jetzt nehme ich noch so zwei Stück und trockne ich sie so ganz, ganz schön ab. So. So, jetzt kommt in die Pfanne ein bisschen Öl. Und ist schon, die Pfanne ist schon heiß, vorgehitzt. Jetzt kommen die Auberginen hier rein. So. Und wir braten sie ein bisschen an von beiden Seiten. So, jetzt muss ich sie zudecken, abdecken mit einem Deckel und lasse sie braten auf eine Seite, dann drehe ich sie um auf andere Seite. So, eine Seite ist schon gebraten, drehen wir sie um. Sind die vergessen? Ja. Komisch. Und dann lassen wir sie braten noch auf andere Seite. Wieder zu, immer abdecken mit dem Deckel. So, die Marinade kocht, jetzt kommt die Paprika hier rein, die immer so ein bisschen weiß. Und ich lasse das kochen eine Minute. So, und ich decke das ab. Eine Minute kochen lassen und rausholen, nicht so lange kochen. So, die Auberginen habe ich schon alle gebraten, habe ich vergessen zu sagen. Und jetzt kocht das alles bei mir, sehen Sie, eine Minute. Jetzt hole ich sie raus und komme andere rein. So. Wieder abdecken und kochen lassen. So, Paprika habe ich fertig gekocht. Jetzt diese Marinade müssen wir ganz, ganz schön abkühlen. Und dann, ich zeige Ihnen, was machen wir weiter. Das riecht schon so lecker. Das schmeckt auch nachher lecker. So, das muss ich jetzt alles abkühlen zuerst mal. So, unsere Marinade ist schon abgekühlt. Jetzt nehme ich so einen Container, solche, eine Dose und lege ich immer so Auberginen nach unten zuerst mal, eine Reihe. Dann kommt Paprika rein, so 3-4 Stück, rote dabei, orange. Und dann kommt Knoblauch. So. Jetzt kommen wieder Auberginen. Und so mache ich jetzt das alles bis zum Ende. Das riecht schon so lecker. Ich habe schon Hunger auf diese Auberginen. Aber das muss ich noch zuerst mal in den Kühlschrank stellen. Auf eine Nacht. Dann marinieren sie durch. Dann schmecken sie auch lecker. Dann kommt wieder Knoblauch. So. So. Sieht das jetzt so aus. Jetzt kommt die Marinade drauf. Marinade ist schon ganz, ganz schön abgekühlt. So, sehen Sie. So. So, das ist jetzt fertig soweit. Jetzt decke ich das mit dem Deckel ab.
jetzt stelle ich das in den Kühlschrank bis morgen früh. Und morgen früh haben wir schon Essen. So sieht das aus. So schön. Und das mariniert sich alles durch. Und das schmeckt dann auch lecker, lecker. Ich wollte Ihnen sagen, wenn hat das Ihnen gefallen, machen Sie nach, probieren Sie das aus. Ich glaube, Ihnen gefällt das auch. Und wenn hat das Ihnen gefallen, stellen Sie mir einen Daumen hoch, schreiben Sie Kommentare, abonnieren Sie meinen Kanal, bleiben Sie alle gesund, bleiben Sie mit mir auf meiner Küche. Und ich sage bis nächstes Mal alle zusammen. Tschüss!